Achso, also die Arbeitsgruppen. Einmal, erstmal. So, jetzt. Und in die Mitte mal, ja. Gesammelt haben. Ich würde denen gerne erzählen, was wir bis zum heutigen Tag auf den Philippinen gemacht haben. Braucht ihr noch Frau Kraus, ist Vorstand von UNICEF Köln und sie hat heute mit unter Aufbringung all ihrer Energie vom heutigen Tag die Informationen zusammengesammelt, was wir von UNICEF für die Philippinen bis heute gemacht haben. Das Tolle ist, wir haben 12,7 Millionen Euro bekommen an Spenden und wir haben bis zum heutigen Tag für 200.000 Menschen unter Globan die Wasserversorgung wiederherstellen können. Ihr habt ja in den Bildern gesehen, dass die Menschen sich geprügelt haben um Wasserkanister. Also da geht sogar richtig die Wasserversorgung wieder. Es haben Hunderttausende Zelte bekommen, Hygienepakete, aber vor allem auch ein Nahrungsmittel, und zwar therapeutische Nahrung für die Kinder, die unterernährt sind. Und das sind im Augenblick sowieso schon viele gewesen, aber durch die Katastrophe natürlich noch viel mehr geworden. Und im Augenblick läuft eine riesige Impfkampagne gegen Masern, gegen Diphtherie, Typhus und viele andere Krankheiten, die jetzt natürlich, wenn die so unterernährt sind, unheimlich gefährdet sind. Also im Namen von UNICEF, vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt habt. Alle in den blauen und dass ihr die 5.000 Euro für uns, da muss man erstmal zusammenkriegen, ja? Zusammen gesammelt habt. Und es geht 1:1 nach Tacloban und in die angrenzenden Regionen, um noch mehr Menschen auch mit Wasser zu versorgen, vor allem die Kinder zu versorgen. Vielen, vielen Dank. Danke.